Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soul 2. Wir haben es tatsächlich geschafft. Lass mich gucken, wir können uns jetzt hier das supergeniale Marodus Fessel mit 30 Knoten machen. Das machen wir auch. Guck mal, wir haben nämlich Silk voll. Chaka. Ich würde sagen, wir pennen kurz, damit wieder morgen ist. Wir schauen mal, können wir kurz was kochen. Guck, hier braucht man nämlich kein Öl mehr. Da ist wirklich nur noch Fleisch am Start. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber sei es drum so, wir hauen uns auch mal was rein. Hier so ein frisches. Zack. Und noch eins. Denn dann würde ich nämlich hier mit euch alle Deko-Sachen vom Schiff holen. Damit wir die Fahrt, die weitere Fahrt zusammen dann auch mit dem neuen Schiff machen können. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier, alle Dekorationen in meinen Sack. So, das haben wir. Jetzt würde ich mal das neue placen. Und dann gönne ich mir kurz ein paar Minuten, um die Deko wieder neu zu setzen. Und dann fahren wir weiter. Lass mich mal schauen, wo sind wir denn gerade? Bei 136. Das heißt, ich fahre weiter Richtung Westen. Hol euch bei der nächsten Insel dann ab. Und dann gucken wir uns das Schiff kurz an. Vielleicht hole ich euch auch zwischendrin kurz rein, damit wir mal anschauen können, wie die Segel ausschauen. Ja, hätte ich Bock drauf. Guck mal, ich glaube, das hat ein bisschen den ausladenden Poho, ne? Aber es hat so eine rötliche Farbe. Das gefällt mir schon mal gut. Ach, guck mal, das ist doch schön. Sieht eigentlich genauso aus wie das andere auch. Lass mal kurz gucken. Ja, geil aussehen tut's ja, ne? Gut, so machen wir's. Ich dekoriere und dann begeben wir uns gen Westen. So, wir kommen zu zwei Inseln. Wir sind bei 146 West. Das neue Schiff fährt sich gut. Aber ich sag mal, die zwei Knoten mehr, die machen sich jetzt aber auch nicht so stark bemerkbar. Und ich zeige euch gleich, ich habe mal ein paar Rezepte eingelesen. Da war jetzt nur eine richtig coole Sache dabei. Zeige ich euch aber auch sofort. Ein sehr schönes Schwert. Dafür brauche ich 7-mal Moonrock. Also Mondstein. Das könnte eng werden, weil ich glaube, so viel findest du von dem Zeug gar nicht nett, ne? So, lass uns mal hier bei Waffen kurz gucken. Hier. Sieht das nicht geil aus? Hat 4 bis 7, 5 bis 19 und hat auch Blockchance 50%. Und das Schwert macht 25% mehr Schaden in der Nacht. Ist geil, ne? Wir haben alles. Außer den Moonrock. Das ist noch das Problem. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile da. Und ich erhoffe mir hier mal, hier und da mal ein bisschen Gold. Auf diesen Inseln. Damit wir vielleicht Moonrock bekommen. Ich glaube, das gibt es nur bei Gold, ne? Sieben Stück. Da frage ich mich natürlich gerade, wie lange dauert das, bis wir 7 Stück zusammen haben? Aber wenn wir vielleicht ein bisschen Glück haben, finden wir vielleicht hier eins. Da hinten sehe ich schon mal Erz. Wir können mal ganz kurz bei unseren Skills gucken. Mining sind wir erst bei, in Anführungszeichen erst, bei 36. Das heißt, da wird es bis 40 auch noch ein bisschen dauern.
Oh, was ist denn das hier? Ich hab doch... Hab ich nicht Pfeile gemacht? Doch, hab ich. Ja. Der Bogen macht echt Spaß. Und wir wollen ja auch im Bogenschießen mal besser werden. Habe ich gehört. war hier nicht gerade noch einer? Ah ja. Wow. Ganz schöne Reichweite, oder? Bogenschießen ist mit dem Ding irgendwie echt cool. Wow, die haben hier am Arsch der Welt, wo wir uns gerade befinden, auch zum Teil echt besseren Loot. Wo ist denn die zweite Leiche? Einer ist hier. Und der andere ist hier. Dankeschön. So, schnell mal da zum Erz. Ach cool, das Ding kennen wir aber auch noch nicht. Jetzt bin ich mal angefixt. Was? World Tier 5 benötigt. Wow. Das ist ja eine ganz neue Herausforderung. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass es... Guten Tag, Sie können mir helfen bei World Tier 5. Könnte ich brauchen. Boah, noch was? Oh, das Schwert ist aber auch... Das ist so gut. Das macht ja richtig Laune hier. So. Ja, dann sammeln wir aber auch wieder alles. Dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Oh, was ist denn... Was ist denn... Hä? Ein cooles Symbol. Das sieht ja geil aus. Ach, apropos Symbol. Wir müssen mal gucken. Können wir gerade Pfeile herstellen? Jo. Man kann auch so ein Siegel herstellen. Oder so eine Fahne. Die kann man dann auch aufs Schiff hängen. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Oh nein, jetzt habe ich ja Bock auf ein besseres Schiff. Aber ich will mal gar nicht mich beschweren. Das heißt, wir müssen gucken, dass was Tier 5. Wo sind wir denn gerade? Ah, bei Tier 4. Wir haben 73%. Ist das ein Wolf? Ja, ist aber auch neu. Ach, cool. Da kommen ja echt noch ein paar Sachen. Man muss nur weit genug rausfahren. Cool. Aua. Komm, gib her. Ja, keine Zeit. Bitterbös, das Schwert. Aua, wer bist denn du? Ach, Elite-Kapitän. Guten Tag. Darf ich ihm mal ein paar auf die Nuss hauen? Danke. Oh, da waren Schuhe dabei. Ey, wir sind hier voll in so einem Fort gelandet. Guck mal. Das ist ja geil. Was macht unser Hunger? Unser Hunger ist gut. Tja, dann rauben wir die mal ein bisschen aus, oder? Das Ding ist ja echt geil gemacht. Oh, Pfeile. Danke. Lämpchen anmachen.
bisschen Kochkram ist immer gut. Wow, hier gibt es ja viel Kram, oder? Cool wäre es natürlich, wenn diese ganzen Lampen hier an wären. Dann wäre die Atmosphäre hier bestimmt noch ein bisschen stimmungsvoller. So, hier haben wir angefangen. Ja, kommt man da nicht weiter rein oder gibt es da drin einfach nur nichts? Oh, da kommt der her. Entschuldigung. Piratenkönig. Oh, der hat ja richtig Leben, geil. Wow. Oh, was? Da war ein Rezept für ein Schiff dabei. Was? Ey, wir müssen gleich gucken, aber lass mich nochmal kurz hier hoch. Hat der hier gewohnt, oder? Da gibt es auch den Schlüssel, sehr gut. Auf den habe ich jetzt insgeheim gehofft. Oh, eine blaue Mütze. Noch ein Rezept. Ach nee, wie geil. Und ich war der Meinung, das Spiel ist schon zu Ende. Ich depp. Voll gut, finde ich das. Ja. Goldbarren, wow. Cool. Bisschen Kohle ist auch nice. Noch ein Rezept. So, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt schauen wir mal. Wow. 32 Knoten. Nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Wie gut, bitte. Was haben wir hier? Die anderen Sachen kennen wir leider alle schon. Gucken, ist hier noch was dabei? Nö, aber immerhin einiges zu verkaufen. Oh, jetzt bin ich ja neugierig. Was man für Items für das Schiff braucht, ne? Zum Herstellen. Da bin ich ja jetzt super gespannt. Das ist ja geil. So, wir gucken aber nochmal kurz hier, ob es was zu holen gibt. So, hier waren wir. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch einen Galgen. Ich bin gespannt, ob es hier noch was gibt. Warte, haben wir die Insel eigentlich schon markiert? Nein, haben wir nicht. Ist eine kleine Insel auf jeden Fall. Okay. Haben wir nicht auch eine Waffe gekriegt? Oh, wow. 5 bis 10, 7 bis 16. 60% Blockchance ist auch geil. Was kann denn das? Wenn, dann würde ich es, glaube ich, so machen. Wir können das ja mal. Haben wir irgendwo Platz? Ja, Hammer, komm mal. Wir können auch mal statt der blöden Axt machen wir mal hier. Dann können wir das mal ein bisschen ausprobieren. Ist ja ein geiles Ding. So, weiter geht's im Text. Wir haben doch auch Klamotten gefunden ohne Ende. Erstmal den Ring. 8 Konstitution. Nee, ist nicht so meins. Was haben wir hier? 8 Stärke. Wow. Oh, nee, wow. Der ist ja geil. Hier würde ich tatsächlich das nehmen. Das und das. Und hier das. Ja, auf jeden. Ja. Den müssen wir nehmen. 9 Stärke. Was? Ach, wie geil, bitte. So, jetzt gucken wir noch die Schuhe an. Was können die? Schießen. Theoretisch hier Staff Master, aber das will ich nicht. Irgendwie geht mir der Stab auf den Nerv. Fand den jetzt nicht so
Mega gut. Oh, guck mal, hier gibt es auch noch. Aber da würde ich jetzt unseren Hut hier behalten. 8 Konstitution. 4 Stärke. Was kann der? Stuff. Okay. Ja, den kennen wir doch jetzt schon. Warum verschwindet das Ding da nicht? Naja, wie dem auch sei. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch auf jeden Fall einen Reibach gemacht. Oh, das sieht aber auch cool aus, das Schwert. Ach, guck mal. Ich probiere das aber echt mal aus, ob mit dem das Blocken besser ist. Muss ja, ne? Wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, dann müsste das eigentlich richtig funktionieren. Oh ja, ich bin mal gespannt. Was ist das? War das das Piratenlager? Ja. Okay, ja, dann ist hier ja gar nicht, wirklich gar nicht so viel los. Hä? Oh, dich habe ich nicht gesehen. Oh, nice. Stimmt, hier gibt es auch dann neue Items. Da bin ich auch mal gespannt, was wir aus den Spinnfäden machen können. Aber wenig Erze hier. Dachte, es gäbe hier ein bisschen Gold. So, ich würde sagen, Tier 4 haben wir mal. Oh, da vorne ist Gold. Wir brauchen Mondstein. Oh, ich hoffe, das dauert nicht so lange, Mondstein zusammenzukriegen. Ich würde das Schwert unheimlich gerne herstellen. Ach komm, Mondstein. Ach, was soll denn das? Was soll? Jetzt müssen wir natürlich diverse Inseln abklappern. Nach... Ach, Mist. Ist das dann... Da ist wahrscheinlich die Chance größer, Mondstein zu kriegen. Vermute ich. Also wer da schon mal die mit Level 40 abgebaut hat, darf mir gerne mal verraten, ob da die Drop-Chance für Lootstein höher ist oder ob man Lootstein generell nur finden kann. Gold, ja. Ich finde die Wölfe irgendwie ganz cool, weil die siehst du als gar nicht. Ich finde, das hat was. Das hat Charme. Da ist auf jeden Fall hier noch Gedöns. Okay, danke. Oh, da ist noch ein Wolf. Klatscht als mit 47 rein, das Schwert. Das ist so gut. Ich mag das irgendwie total. Ich meine, eigentlich bräuchte es es nicht. Ne? Ich meine, die Gegner sind ja schon machbar. Aber mit dem Schwert bist du halt echt der Schlechter. Echt übel. Und ich finde, sowas gehört auch natürlich. Ein bisschen klar, das muss man noch ausbalancieren. Und das ist so ein bisschen was, was ich an Early Access... ehrlicherweise mag, das muss ich ein bisschen gestehen, aufgrund dessen, dass es manchmal nicht so 100% ausbalanciert ist, macht es irgendwie total Laune. Ich weiß, ich finde es auch geil. Ich finde, das kann man echt mal machen. Klar, man freut sich dann, wenn es richtig geht und alles gut balanciert ist, aber ich finde, der Weg dahin ist manchmal doch durchaus amüsant. Ich habe übrigens das Schiff wieder so weit her dekoriert und ich habe jetzt mal diese Laterne nach hinten gemacht. Ich fand es irgendwie... Ich fand's irgendwie gut. Ich glaube, die gehört da auch hin, ne? Denke ich. Ich möchte mal als erstes wissen, was kostet denn unsere Luxusjacht hier? Das
geht eigentlich? Was brauchen wir hier? Runenkluft und... Ach du Heilige, jetzt gucken wir mal. Das da brauchen wir. Ach, dafür brauche ich Level 40. Das ist ja... blöd. So, lass mich gucken. Was könnten wir denn mal machen? Was ist das hier eigentlich? Ah, Aquastone. Ich hatte noch gar keinen Moonstone, glaube ich. Ach, guck mal, das bringt ein bisschen Erfahrung. Das nehmen wir mit. Ja, komm, hau durch. Mein, hilft dir nichts. Ach, guck mal, schon sind wir 39. Komm, hau rein. Ja, zack, Level 40. Genau so muss das jetzt. Schauen wir nochmal. Können wir das jetzt herstellen? Tatsächlich. Wow, 25.000 XP. Wie viel von den Brettern brauchen wir denn? 7. Ja, das kriegen wir hin. Oh, es geht genau auf. Kriegen wir locker hin. Es ist genau aufgegangen. Jo, jetzt brauchen wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Rune. So, hier war eine. Zack. Die da. Dafür braucht man einen Runenstein. Wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen wir 7 Stück. Richtig? Ne, 3 Stück sogar nur. 3 Stück und einmal Platinum. So, erstmal hier, warte. Ach, schade. Das ist ja... Da, warte mal. So, wir hauen mal ein paar durch. Okay, ein paar brauchen wir noch. So, dann sind wir die mal los. So, das war's mit dem. Damit. Jetzt müssen wir natürlich mal... Das wird nicht so viel bringen. Okay. Die sind auch gut. So, heute ist voll Crafting-Tag bei uns. Auch mal schön. Haben wir das? Oh, dieses Geräusch erinnert mich echt an... Bei einigen Spielen gibt es so echt fiese Werkzeuge und die machen so echt üblen Sound, wie bei 7 Days. Wenn das einer von euch kennt. Also die Kettensäge und der Bohrer, das sind so zwei Sachen. Die sind gut, ja, aber du kriegst eine Erbs. Und ich finde, der Sound kommt dem schon nahe.
Aber wir haben es gleich geschafft bis Level 40. So, tada. Wir brauchen das hier. 3 Stück. So. Wir kriegen jetzt noch hin. Jetzt fehlt uns nur noch einmal... Oh, bitte. Das wäre ja mega gut. Da muss ich zwar nochmal umdekorieren, wäre mir aber auch scheißegal. So, hier, Platine um. Nein! Nein! Ich hasse dieses Spiel. So, lass uns mal kurz gucken. Hier war doch noch eine Insel ums Eck. Da vorne ist sie. Da würde ich sagen, treffen wir uns nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.